Das ist unser Gewächshaus. Wie ihr habt gerade gesehen, da wohnen wir. Das ist unser Haus hier unten. Genau. Da ist Simones Blumenbeet. Unsere Kräuterspirale. Sehr schön, wie das alles gewachsen ist. Unser kleines Erdbeerfeld. Ja. Rhabarber wollte dieses Jahr nicht so, dann haben wir ihn einfach wachsen lassen. Jetzt steht er eigentlich recht gut da. Ja. Dann gehen wir mal darüber. Mal kurz mal einen Blick reinwerfen. Ah, so ein Dom, das ist was Herrliches. Das sehen wir. Paprika und Tomate haben wir da. So ein Dom ist ein super Gefühl hier drin, aber das gibt man wahrscheinlich so gar nicht eingefangen. Mit dem Video. Weiter. Ja, da haben wir unsere kleine Oase bastelt. Ja. Blumenwiese fängt an zu wachsen. Blumenwiese eingestreut. Hier. So ein kleines Freibad. Da oben haben wir noch mal einen Garten. Ein kleiner. Die Bohne wachsen hier, sollte hier wachsen. Und da drüber Gurken. Salat. Ja, das ist unser kleines Rubinenwäldchen oder Akazien, wie die hier in Ungarn heißen. Das ist außerhalb vom Zaun. Das Grundstück besteht aus zwei Dorf- oder Baugrundstücken. Auf einem steht unser Haus, auf dem anderen ist zwar erschlossen, das Haus, das drauf stand, wurde abgerissen. Das ist eben da, wo der Dom steht. Und das Ganze, wo wir hier unterwegs sind, befindet sich auf ca. 7000 Quadratmeter. Das ist unsere Obstwiese, Apfelbäume, da haben wir Quitte dahinter, nochmal ein Apfelbaum, eine Brombeere, ja, die Blüte ist jetzt auch dann vorbei, kleiner Birnbaum, der macht mir etwas Sorge, ja, aber bis jetzt sieht er doch ganz gut aus. Kirschen, ja, der hatte jetzt letztes Jahr die Kirschschwemme, dieses Jahr leider keine, zur Blütezeit keine Insekten unterwegs. Daher bleibt die Ernte aus dieses Jahr. Apfelbaum, ja, hier habe ich gestern einer fällen müssen, leider. War befallen vom Holzwurm. Ich hoffe, die anderen Bäume, der
Sieht auch leicht bedrohlich aus, aber das sind auch nochmal zwei alte große Apfelbäume. Dann auch hier die Zwetschgenbäume, die habe ich letztes Jahr komplett radikal runterschneiden müssen. Jupp. Aber ja. So. Hier ist der Garten zu Ende. Jetzt gehen wir in den Außenbereich. Ja. Hier haben wir auch noch ein kleines Kartoffelfeld. Und der stetige Begleiterin ist die Maria. Ja, sie freut sich immer, wenn sie hier rausgeht. So. Da haben wir noch Zwiebeln. Erbsen sollten hier wachsen, aber leider irgendwas stimmt hier nicht mit den Erbsen oder mit dem Boden. Keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Jedenfalls, oh, das ist ein Getreidefeld. Der Ferenc baut hier Getreide an auf meinem Grundstück, weil ich das Grundstück nicht bearbeite. Herrlich. Schön, wie der Mond blüht in dem Feld. So was habe ich das letzte Mal in meiner Kindheit gesehen. So, ja, das ist meine kleine Wiese. Oder was auch immer da wächst. Kräuterwiese. Hier wachsen auch kleine Pflaumen. Das gibt einen lecker Saft, aber auch dieses Jahr leider kein Ertrag, weil der Insektenflug ausblieb im Frühjahr. Ja. Hm? So, wir haben eine Rose. Ich habe nochmal eine Rose. Da sind wir jetzt nicht dran vorbei. So Wildrose, da wachsen schöne Hagebutte dran. Das gibt dieses Jahr eine Hagebutte-Marmelade. Mit eigenen Rosen. Aus eigener Rose. Hagebutte. Ja, die Maya dabei. So. Jeden Herbst mähe ich dieses Feld ab und das hier liegt das vom letzten Jahr und hier der kleine Apfelbaum. Leider. Hm. Hier Kornblumen in dem Feld drin. Ah, schön.
Das sieht ja schön aus. Einfach schön. Ist doch eine wahre Freude. So eine kleine Holzbiene. Ah ja, das scheint das Ende zu sein. Boah. Sehr schön. Da noch mal kurz. Die Strecke sind wir gelaufen. Ja, das ist vom Haus weg, vom anderen Zaun, die Ortsstraße bis zu dieser Straße hier oben. Ungefähr 380 Meter waren das. Ja, und jetzt sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch einen Eindruck vermittelt. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss!